Jane Solis ist kein normales Mädchen, denn sie hat einen Plan. Sie will sich umbringen. Das ist die Geschichte von Alex Morell verfasst. Survive, wenn mein Schnee mein Herz berührt. Ist eine Romanze. Man sollte die Taschentücher vielleicht bereithalten, wenn man ein bisschen zartbeseiteter ist. Ist eine wirklich spannende Geschichte über Jane Solis, die in einer Anstalt für Jugendliche wohnt, die Suizidprobleme haben, die Drogenprobleme haben und so weiter. Und wie gesagt, sie hat den perfekten Plan. Das heißt, sie will sich schlussendlich umbringen. Und das hat sie jetzt auch die Möglichkeit dazu, denn sie darf das erstmal wieder aus dieser Anstalt, zwar zu ihren Eltern, zu Weihnachten und muss für diese Gelegenheit mit dem Flieger fliegen. Und daher kauft sie sich Pillen, mit denen sie sich umbringen will, in der Toilette, im Flugzeug. Und sie stellt das auch ganz schön dar im Buch. Also wie das ganze Buch ist übrigens so geschrieben, wie wenn sie es selbst verfasst hätte, wie wenn es ein Tagebuch wäre. Das Spezielle ist auch, dass es in der Gegenwart geschrieben ist, was mir am Anfang ein bisschen komisch vorkam, aber schlussendlich wirklich schön war. Wie gesagt, sie hat den Plan. Sie ist eine Planerin, also bei ihr muss alles aufgehen. Aber das Ganze läuft schief. Das Flugzeug stürzt ab. Nur sie und Paul überleben. Und ab da stellt sich dann die Frage, warum überlebt genau Paul, den sie vor ein paar Sekunden nicht mochte? Und warum überlebt überhaupt sie und sonst niemand anders? Denn sie wollte sich ja gerade noch umbringen. Ihr Glaube an Gott und so weiter bröckelt dann ein bisschen. Und der Paul ist auch ein ganz rationaler Typ. Das Ganze wird wirklich spannend. Ich will auch gar nicht mehr dazu sagen, denn sonst verrate ich hier schon alles. Ist für Leute, die gerne Romanzen lesen, sicher empfehlenswert. Man sollte nicht allzu zart beseitigt sein. Es ist halt eine traurige Romanze, wirklich. Es ist nicht etwas, das nicht traurig wäre. Ich finde, das Ganze ist wirklich schön geschrieben. Manchmal ein bisschen unrealistisch, wenn man so Sachen mag wie man richtig überlebt im Schnee und im Sturm und weiß ich was, dann sollte man das lieber nicht lesen. Aber wenn es einem wirklich um die Beziehungen und die Romanzen geht, dann ist das ein sehr spannendes Buch. Also wenn man gerne wissen möchte, wie Jane Solis und Paul Hart in der Wildnis überleben, wie sie sich kennenlernen, wie sich die Charaktere verändern, sollte man dieses Buch auf jeden Fall mal anschauen. Das war's von mir, ich bin hier weg.